Am 21. August 2020 wurde das sogenannte Bundesbütchen feierlich wieder eröffnet. Erst im Mai dieses Jahres hat es seinen neuen Standort am Platz der Vereinten Nationen im Bundesviertel in Bonn beziehen können. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat sich schon früh für die Rettung dieses unter Schutz gestellten Verkaufspavillons mit seiner charakteristischen 50er-Jahre-Architektur stark gemacht. Bundesbütchen hat die Deutsche Stiftung Denkmalschutz das erste Mal im Jahre 2003 schon thematisiert, weil es in Gefahr stand, transloziert oder auch abgerissen zu werden. Wir verbinden mit Politik Großbauten, Repräsentationsobjekte, Funktionsgebäude. Und dies hier ist ein Gebäude, was alltägliche Bedürfnisse und vielleicht ein Stück weit den privaten Politiker auch abgeholt hat. Und da haben sich Geschichte und Geschichten abgespielt. Und darum ist es für mich besonders ausdrucksstark und besonders eng mit der Bonner Republik in ihrer, wenn man so will, Gemütlichkeit und Volksnähe verbunden. Über nahezu 50 Jahre haben Christel Rausch und dann ihr Sohn Jürgen Rausch mit viel Herzblut und Leidenschaft den Kiosk betrieben. Bitte mal zu mir. Ja. Viele Spitzenpolitiker und Journalisten gehörten bis zum Abbau und zur Einlagerung des Denkmals im Jahr 2006 zu den treuen Stammkunden. Heute befindet es sich im Eigentum des 2015 gegründeten Fördervereins Historischer Verkaufspavillon e.V. Ich habe es nicht gerne losgelassen, aber nachher habe ich verstanden, dass es gut ist, wenn ich loslasse. Damit setze ich ein Zeichen für etwas Gutes, etwas Gemeinnütziges, für das Sinnbild, die Versinnbildlichung der Bonner Republik. Nach 14 Jahren der Bemühungen um seinen Erhalt hat das Bundesbütchen wieder zu seiner ursprünglichen Bestimmung als Verkaufspavillon zurückgefunden. Eine Bäckerei hat den 20 Quadratmeter großen Verkaufsraum bezogen und sorgt nun bei Mitarbeitern und Besuchern des Bonner UN-Campus und der angrenzenden Einrichtungen für das leibliche Wohl.